Gut, oder? Nein, das war ein Forster. Oh. Wo ist denn der Drill hin? Ja, und wo ist... Nee, doch. War schon der Cargo ist da. Ich dachte mir, what the fuck, Leute? Okay, der Drill hat sich jetzt anscheinend verabschiedet. Ich habe das gar nicht wirklich mitbekommen, weil ich muss das dann noch im Video nochmal angucken. Naja, das heißt für uns jetzt, wir müssen sowieso nach Hause. Gut. Weil wir ja eh kein Drill haben. Wir haben weder Drill noch sonst irgendwas. Aber ich muss sagen, das Schiff macht sich gut. Wir haben schon relativ viel geschafft. Jetzt müssen wir halt natürlich noch gucken, dass wir Dings schaffen. Die redlichen Erze noch bekommen. Das ist dann natürlich jetzt die nächste Frage, wie wir die bekommen. Auf alle Fälle erstmal nach Hause reparieren, sonst geht gar nichts. Und dann, oh, gute Frage, was dann? Wie dann auf alle Fälle? So. Gut, dann müssen wir hier runter. So, mit allen da, so. Irgendwie versuchen mal zu landen da. Dürfen wir auch nicht wirklich landen. Wir haben ja kein Landfuß. Da ist er weg. So. Wir müssen ja hier einen Landingfuß anbauen erst wieder. Den haben wir verloren. Wir brauchen Construction Komponenten. Construction Large Motor. Large Motor. Construction. Und die Platten, sicherheitshalber. Mal gucken, wo die Mitte ist. Ja, so. Gut, läuft ja. Jetzt kann man landen. Wir drehen uns wieder schön. Und versuchen zu landen. Andere Richtung. So. Gelandet. Dann müssen wir wieder hier Unlock Lock neu machen. Unlock Lock Switch da und dann Nummer 9. Genau, so. Ich habe es jetzt bewusst schräg gemacht, weil wir hier vorne diesen Earthbrick rauf tun müssen. Und der streift sonst am Boden und darauf habe ich jetzt keinen Bock. So, gut. So, Small Computer Steel. Small Computer und die Blitzer. Bam, und schon wieder ist er dran. Läuft er schon wieder. Forster. Ich muss ehrlich sagen, mit einem Forster sind wir relativ gut zurechtgekommen. Hätte ich gar nicht gedacht. Da frage ich mich, ob wir das vielleicht umbauen sollten, das Schiff. Der Arc-Reaktor hat dann auch nicht so extrem Probleme gehabt. Vorwärts mit ein hat auch gepasst. Vielleicht sollten wir mal, warte mal, den Forster in der Mitte den Reaktor nach oben setzen. Dann wäre es ein bisschen kompakter, das Schiff. Oder den Forster einfach oben drauf setzen, das wäre auch möglich. Muss ja nicht umgekehrt sein. Atmosphärik Forster, das war ein T4 oder so. Sicherheit. Es fehlt uns nichts, es fehlt an Baufläche, wo wir ansetzen können. So, jetzt müsste es gehen, oder? Stehen wir das erst lieber mal fertig schmeißen. Dann Nummer 6 für den Forster. Genau, jetzt geht's. Da sind wir aber länger auch, aber das ist doch egal. So, Metallgrid und die Super
Dinger da, das können wir uns ja alles. Warte mal. Vielleicht können wir uns schon hier von Werkzeugen den hier bauen. Ja, kann man cool. Und dann können wir den hier reinwerfen und den anderen hier rausholen und der ist viel schneller beim Abbauen. So wie bei Drill. Du weg und du dran. So, schaut schon viel besser aus. Wollen wir jetzt mal gucken? So, weg. Einfach ratzfatz. Ja, das schaut eigentlich fast auch gut aus. Dann kommt man hier noch an unser Reaktor locker. Gut. Fuel hat da nicht viel verbraucht, aber trotzdem. Dann weiß ich nicht, dieses mit dem Vor, da hat mir der eine relativ gut gefallen. Vielleicht sollte man einen lassen. Und vielleicht hier hinten trotzdem einmal rundherum bauen, damit der ein bisschen gesichert ist. Auch da nicht gerade immer hinten antapschen, dass irgendwas kaputt geht. So einfach. Nur just for fun. Und hier einmal drüber. Und hier einmal drüber. Ist ein bisschen schwerer, das Schiff dadurch, aber es bringt auch extreme Vorteile, wenn wir es ein bisschen sichern. So. Und dies, ich glaube, das, was das jetzt schwerer ist, ist relativ egal. Ihr seht, wie schnell ich hier eigentlich schmeiße. Das ist echt der Hammer mit dem Dum Dum Dum. Die Twin Welder sind ja das auch nicht so schlecht. Aber gegen die haben sie halt keine Chance, ne? Gut. Ja, dann haben wir da hinten wenigstens ein bisschen Schutz. Schaut schon mal ein bisschen besser aus. Ich könnte jetzt diesen eigentlich hier reinsetzen in die Mitte. Das wäre noch eine Möglichkeit. So. Hier muss ich aber aufpassen, dass ich nicht den falschen abbaue. Genau. So. Dann 4. Zack, zack. Hier könnte man ja dicht machen. Ich muss halt nur aufpassen, beim Vorwärtsfliegen dann verliere ich Speed wahrscheinlich. Also, das hat man jetzt gesehen, wenn ich hochfliege, muss ich aufpassen. Nummer 5 habe ich eigentlich gedrückt, aber wenn du sagst nein, dann nein. So, genau. Dann können wir den hier so weit schmeißen, den hier weg. Ist jetzt smaller, ja. Und hier fertig schmeißen. Dann hat der auch wieder hier einen Sinn. Gut. Der Reaktor ist eigentlich unten gar nicht geschützt. Das macht mir auch ein bisschen stutzig. Was ist denn das? Also der Reaktor, der kleine. Aber so, ja. Gefällt mir das Schiff eigentlich sehr gut. Wir werden das nach und nach wahrscheinlich noch ein bisschen ausbauen. So, wir werden hier trotzdem Schwere dran klatschen. Bewusst. So, Metallgrid fehlt. Und hier hinten möchte ich trotzdem auch schwere Schräge dran klatschen noch. Oder nicht schräge, da kommen einfach eckige dran. Schräge oder eckige, das ist jetzt die Frage. Warte, machen wir anders. So als ein bisschen Stabilisierung. Mal hier starke und hier zwei starke. Das sind sozusagen die Außenpunkte. Und hier die schrägen. So. Und so. Das ist dann sozusagen der Knackpunkt. Zack, sind wir gleich geschweißt. So, genau. Wo wir anstoßen können. Wo nicht dann gleich alles kaputt geht. Sagen da. Rahmen hier unten ist relativ egal. Wobei die Ecke, ich weiß nicht. Nee, doch, ja. Wir machen hier nur einen Block. Lassen uns aber eckig. So und so. Das sind genau die Ecken, wo wir anklatschen können. So. Die ein bisschen stärker sind. Und so. Ja, schaut das Schiff gar nicht mal so schlecht aus. Dass wir vielleicht die Tier 4 fast da ein Stück nach hinten setzen. Das wäre auch noch was. Atmospheric Forster Tier 4.